Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Conab. Ich grüße euch. Wir schauen uns jetzt die Getreidetrocknerproduktion an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Superfly 1842. Gibt es im PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um mit dem guten Stück spielen zu können. Findet ihr einmal im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Und ganz hier hinten seht ihr es, die Getreidetrocknerproduktion. Costa Quanta 145.000 Euro schlägt das Ganze zu Buche. Und hat keine Unterhaltskosten. Könnt ihr überall platzieren, wo ihr Rechte habt. Ihr habt nichts weiter zur Auswahl. Sprich, einfach so platzieren, wie es ist und fertig aus. Mickey Maus. Eine kleine Besonderheit ist es aber, und da wird vielleicht der ein oder andere dafür abschrecken, ihr braucht sogenannte Förderschnecken. Ich glaube, das ist so der richtige Fachbegriff dafür, um diese Produktionsanlage zu befüllen und zu entladen. Also einfach so mit einem LKW hin, zack, dies, das, Ananas funktioniert nicht. Wenn ihr natürlich Ahnung habt, könnt ihr die Trigger da umsetzen, ist klar. Aber prinzipiell seht ihr hier, mit den Förderschnecken müsst ihr arbeiten. Ich habe jetzt einfach mal die zwei genommen, die der Modder auch in dem Fall empfiehlt, beziehungsweise wie es so im Beispiel abgebildet war. Und dann lübt der ganze Lachs. Kapazität hat diese Anlage hier insgesamt von 450.000 Liter. Ist es jetzt also auch kein kleines Teil, davon mal abgesehen. Und was ihr rausbekommt, ist ein eigener Fruit-Type. Für den gibt es dann eher gesagt wieder hier noch eine eigene Verkaufsstation unter Produktion und Verkaufsstation, und die könnt ihr dann platzieren. Costa Quanta 500 Latten. Alles schick, alles schön. Gut, schauen wir uns der Gerät mal an. Ist so ein bisschen auf dem Ami-Markt konzipiert, dieses Gerät. Ne? Nimmt sich von der Länge und von der Breite her gar nicht mal so viel. Also das ist relativ kompakt. Es geht halt relativ in die Höhe. Also ihr solltet da schon nach oben hinweg durchaus Platz haben, in irgendwelchen Hallen oder Unterständen das zu platzieren. Sehe ich jetzt eher schwierig. Also ihr habt eine riesengroße XXL-Halle irgendwie, die so weit hochgeht, aber da glaube ich beinahe nicht dran. Ansonsten ist das Ding schön gemacht. Wir haben da oben den Einlass. Ich gehe mal in den Flugmodus, dass wir das sehen können, da wo auch die Förderschnecke hier hingeht. Da geht das Ganze einmal mit rein, wird dann hier dementsprechend getrocknet in diesem ganzen Gerät. Wir haben auch hier an der Seite dann die ganzen, ja, Trockner, Lüfter, whatever, was es dann auch immer ist, oder Heizanlagen mit dazu, und krieselt dann im Endeffekt hier hinten wieder mit raus, was dann wiederum über eine Förderschnecke geht und dann wiederum beladen bzw. Aufgeladen werden kann. Ansonsten alles ein bisschen in orange-schwarz bzw. so orange-schwarz-chrom gehalten in dem Falle. Sieht ganz nice aus, spiegelt sich hier auch so, ne, von der Sonne und her, und hat selbstverständlich alles hier Kollision. Also wenn man hier oben drauf will, dann kommt man jetzt offiziell logischerweise nicht hin. Seht ihr, kann ich auch hier drüber latschen, da passiert gar nichts. Das lübt soweit alles, so wie es am Ende des Tages sein soll. Schöne Sache, und somit kann man auch sagen, das ist texturtechnisch gesehen und so alles easy peasy. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt weiter switchen, und zwar zum Thema Funktionalität, beziehungsweise hier drin die Produktionslinien. Wir haben drei Produktionslinien, Mais trocknen, Weizen trocknen und Gerste trocknen. Beziehungsweise getrockneter Mais, getrocknetes Weizen und getrocknete Gerste. Diese drei Produktionsdinger gibt es. Das heißt natürlich auch, wir haben einen Input von Mais, Weizen und Gerste und haben dann dementsprechend einen Output von getrockneter Mais, getrockneten Weizen und getrocknete Gerste mit dazu. Alle drei Produktionslinien laufen identisch ab. Das heißt, wir haben immer 1000 Zyklen bei 720 Euro Produktionskosten im Monat, und wir haben immer Input 150, Output 135. Heißt also bei Weizen 150 normaler Weizen rein, Weizen vor allen Dingen, Mais bin ich gerade, 150 normaler Mais rein, 135 getrockneter Mais raus, 150 Weizen rein, 135 getrockneter Weizen raus und 150 Gerste rein, 135 getrocknete Gerste raus. Dieses System ist unabhängig voneinander, das heißt, ihr könnt alle drei Produktionslinien gleichzeitig laufen lassen und müsst nicht erst, wenn ihr Mais durchballert, dann nach dem Weizen oder so, nö, ihr könnt einfach alles drei sofort aktivieren und es wird alles gleichzeitig dementsprechend auch verarbeitet, wenn ihr das denn mögt. Somit könnt ihr alle drei Produktionslinien mit einmal aktivieren. Schön. Gut, gucken wir uns das Ganze an. Ich habe jetzt hier dieses riesen Ding dementsprechend hier drauf gebaut. Habe jetzt hier einmal Mais mit drin. Starte da einmal den Motor, kippt das Ganze hier über die Förderschnecke in dem Falle mit ab. Das Ganze wird dann einmal hier nach oben transportiert bzw. hier eingelagert. Wäre noch schön, wenn das Ding da oben auf gewesen wäre, aber, also wenn man das öffnen könnte, aber geht in dem Falle nicht. Aber gut, dann kann ich das Ganze jetzt hier einfach abladen. Dauert natürlich auch eine gewisse Zeit damit dafür, ist klar, ne? Das Ganze muss jetzt hier einfach nur über die Schnecken erstmal
übergeladen werden. Ist aber soweit okay, ne, läuft eigentlich fast 1:1 soweit durch. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, sehen wir auch, ne, der Mais ist jetzt hier so fast auch schon wieder vollständig drin, sodass ihr da jetzt auch nicht sinnlos zu irgendetwas warten müsst. So, das haben wir jetzt immer mit den Weizen, mit den Mais getan. Warum sage ich immer zu Mais, Weizen? Das ist schlimm. Auf jeden Fall möchte ich das Ganze mit dem Weizen auch einmal mitmachen und dann auch einmal mit der Gerste. Denn, das ist jetzt schon mal vorab gesagt, bevor wir hier die Produktion starten, die Ausgangsfilzheit, also sprich getrockneter Weizen, Mais und Gerste, haben eigene Texturen. Also sprich, die sehen anders aus wie die Standardgeschichte da jetzt mal dazu. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Währenddessen das Ganze ablädt, können wir uns das Ganze auch hier mit anschauen. Und da sehen wir hier getrockneter Mais, getrockneter Weizen und so weiter und so weiter. Haben, wie gesagt, diese eigene Verkaufsstelle mit dazu. Das Problem an der Geschichte ist, wie man hier unschwer erkennen kann, ebenfalls im Deutschen, es kann sein, dass das im amerikanischen bzw. im englischen Setting anders aussieht, übertüncht das Ganze hier. Also, was ist übertüncht? Ne? Das überdeckt es hier. Man kann aber so halbwegs erkennen, was das hier sein soll. 776, also 776 pro Tonne müsste das dann in dem Falle hier mit sein. Kommen wir uns aber gleich auch nochmal in aller Ruhe angucken, jedenfalls was den Mais angeht. Ne? Die anderen haben natürlich alle hier eigene Werte, sollte ja auch klar sein. So, Weizen haben wir in dem Fall auch drin. Machen wir das Ganze jetzt noch einmal mit Gerste und füllen den ganzen Spaß ebenso auf. Und dann gehen wir hier nochmal zurück ins Produktionsmenü. Da sehen wir hier 59,4. Jetzt kommt noch die Gerste einmal mit dazu. Wenn er sie dann überlädt, keine freie Kapazitäten mehr für Gerste. Warum? Haben wir jetzt hier keine freien Kapazitäten für Gerste? Okay. Hat er nicht alles mit übergeladen? Wenn nicht, lassen wir das auch erstmal aus. Ist mir dann auch erstmal egal. Dafür muss ich erstmal kurzerhand hier wieder in der Gerät rein. Beziehungsweise muss erstmal hier kurz den. Ne, den Flugmodus habe ich aus. Hier, voilà, da ist der Gerät. Nö, ist eigentlich leer. Aber scheinbar, obwohl wir haben eine Kapazität von 450.000 Liter. Nö, müsste aber eigentlich gehen. Aber will gerade nicht. Weizen, Gerste. Machen wir nochmal Gerste. Ne, will er aktuell absolut nicht überladen. Wenn ich nochmal mit Weizen das Ganze versuche. Keine freien Kapazitäten mehr für Weizen. Okay, okay. Dürfte aber nicht an der Anlage liegen. Das ist jetzt wieder so ein Mimimi-Ding von der Geschichte. Aber okay, soll uns erstmal egal sein. Ich aktiviere dann erstmal hier das Ganze für Weizen und dementsprechend für den Mais, dass das Ganze einmal startet. Ihr seht jetzt, so viel mehr tut sich jetzt hier auch nicht, außer dass sich das Ganze hier hinten dreht, also sprich auch mit animiert ist. Ist eine coole Sache. Wir können uns jetzt hier unten rechts bitte einmal drauf konzentrieren. Ihr seht, ne, das ballert eigentlich ganz gut durch. Ich mache jetzt hier mal 360. Ne, da seht ihr, das geht eigentlich schön geschmeidig. Soweit alles hier durch, alles easy, alles cool. Haben jetzt ungefähr eine Stunde, gehen jetzt auf die zweite Stunde zu, haben ungefähr 6.000, 7.000 Liter in dem Falle. Also sehr angenehm. Nicht ultra schnell, aber auch nicht ultra langsam. Ne, das ist eigentlich alles soweit easy peasy. Um das Ganze jetzt dann einmal wieder rauszuholen, müssen wir dann hier hinten an den Trigger, wie gesagt, dran und das Ganze auch wieder mit dem Überlader in dem Falle starten. Und so kann ich jetzt hier natürlich auch die normalen Geschichten wieder rausholen, wenn ich das will. Oder halt das Ganze hier getrocknet rausholen. Holen wir uns einmal den getrockneten Mais in dem Falle hier mit raus. Dann seht ihr, wird das Ganze hier unten auch schön wiederum in die Förderschnecke und von der Förderschnecke wiederum hier rein. Und so sieht dann einmal der getrocknete Mais in dem Fall aus. Wir haben natürlich Volumen verloren, ist klar. Ne? Und haben dafür jetzt auch noch ein bisschen mehr Geld mit dazu. Der Filzhalb hier unten wird stinknormal erkannt. Und an dieser Verkaufsstelle, was jetzt zugegebenermaßen einfach nur so ein Triggerblech hier unten halt ist, ne, kann ich das Ganze jetzt hier einmal wunderschön verkaufen. Und das Ganze funktioniert auch. Haben wir jetzt 6.800 Euro für das Bild bekommen. Und das ist schon eine ganze Menge, muss man dazu sagen. Schauen wir uns die getrocknete Gerste in dem Falle mit an, wenn ich es denn hier einmal füllen durfte. Vielen Dank. So sieht die dann hier einmal mit aus. Nochmal zum Vergleich. Die normale Gerste sieht so aus. Ne? Und die getrocknete Gerste sieht dann einmal so aus. Also deutlich dunkler. Dann haben wir hier den normalen Weizen, kennen wir ja soweit auch. Und dann sieht so der getrocknete Weizen aus. Also auch nochmal vom Farbbild her, wie gesagt, ein bisschen dunkler gehalten. Und beim Mais hier nochmal, so sieht der normale Mais aus. Und so sieht dann der getrocknete Mais aus. Ne? Also, wie gesagt, eigene Texturen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ihr seht, ich kann die Gerste, wenn ich das auch möchte, hier wiederum mit abkippen. Und kriegt dann dementsprechend auch meine Kohle raus.
Und für den ganzen Anhänger sehen wir jetzt gleich hier oben, was es einmal ist. Wenn wir das Ganze hier immer durchballern. So, wir haben jetzt hier 44.000, das ist alles mehr als angenehm. Wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen konkretisieren, wenn wir das wollen, weil wir das ja jetzt gerade nicht sehen. Kann ich jetzt 1000 Liter hier mit reinhauen und dann sehen wir, 1000 Liter bringen bei der Gerste, bei der getrockneten, 743 mit dazu. Beim Weizen sind es dann etwas Ähnliches, also 800 pro Tonne, und bei der Maisgeschichte ist es jetzt bei mir, wie gesagt, es kann bei euch anders sein, wie gesagt, ist immer nur als Beispiel in dem Falle, bei der Maisgeschichte sind es dann 764, also alles an sich ganz gut im Rahmen, bringt mehr als so normal, habt natürlich auch den Aufwand, das hier zu machen, ist klar, dafür ja ganz gut, habt dann weniger Volumen, ob das Volumen jetzt so der ausschlaggebende Punkt ist, möge ich jetzt mal anzuzweifeln, aber prinzipiell, so weit, so klar, so schick, so schön, mehr macht die Anlage nicht, mehr soll sie auch nicht machen, und das ist bekanntermaßen auch der Hauptsache. Logi Log ist sauber, wir reden hier bei der kompletten Anlage von ungefähr 4 MB, könnt ihr keine Fehler so damit machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüdelü.